Prinzessin Anne liegt im Krankenhaus. Am vergangenen Sonntag hat die Schwester von König Charles auf dem Gatcombe Park Anwesen einen Unfall. Ihrem medizinischen Team zufolge stößt sie mit dem Kopf oder den Beinen eines Pferdes zusammen. Wie der Buckingham Palace verkündet, trägt sie aufgrund des starken Aufpralls leichte Verletzungen und eine Gehirnerschütterung davon. Mittlerweile ist sogar die Rede von einem Gedächtnisverlust, einer vorübergehenden globalen Amnesie. Bis sich die Tochter von Queen Elizabeth vollständig erholt, bleibt sie unter Beobachtung im Krankenhaus. Doch Annes Ehemann Timothy Lawrence besänftigt die Gemüter der sich sorgenden Royal-Fans. Es geht ihr gut, langsam aber sicher. Wie es scheint, ist die königliche Hoheit auf einem guten Weg der Genesung.